Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich habe heute eine Meditation vorbereitet, die uns noch einmal für dieses neue, junge Jahr frischen Wind in die Segel geben soll und vor allem auch ein bisschen schon, vielleicht vorgegriffen, die Frühjahrsmüdigkeit rausnehmen soll, damit wir uns fokussieren können, damit wir freudvoll und motiviert bleiben und ebenso wirklich neue Projekte und auch Neujahrsvorsätze besser angehen können und umsetzen können. Letzten Endes ist ja für mich die Freude eigentlich so ein Geheimrezept. Das heißt, es ist wirklich so die Geheimzutat, wie der Miraculix beim Zaubertrank hat, ist für mich eigentlich wirklich so die Freude das Rezept, wo ich sage, da geht was leichter auf. So ähnlich wie bei der Mary Poppins, wenn sie sagt, ja, mit einem Stückchen voll Zucker oder Löffelchen voll Zucker eigentlich, da geht auch die bittere Medizin leichter runter und genauso kann man eigentlich in allem Freude finden. Und wenn du keine Freude in etwas findest, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für dich. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man lästige Pflichten nicht auch erledigen soll und zwar ganz als erstes, weil dann hat man sie weg. Aber grundsätzlich kann man der inneren Freude folgen und der inneren Leichtigkeit folgen und auch der inneren Neugier folgen. Und die heutige Meditation soll dich einfach da ein bisschen unterstützen, dass du deine Ziele, deine Projekte vielleicht auch besser für dich erkennen kannst, indem du einfach mal bewusst schaust, wohin fließt denn die Freude? Das heißt, was macht mir wirklich Freude? Und wenn du dich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt hast, dann ist jetzt die beste Zeit dazu. Das heißt, atme einfach mal tief ein und wieder aus. Und du kannst gerne deine Augen schließen, wenn du möchtest. Und es geht jetzt einfach mal darum, der Freude zu folgen. Das heißt, wo ist denn deine Freude in dir? Und leider höre ich von ganz vielen Leuten, ganz vielen Klienten rundherum immer, ja, ich habe keine Freude, es ist alles so mühsam, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Trott, mir passiert immer dasselbe. Also da ist eine gewisse Frustration, eine gewisse Verzweiflung hat sich da eingeschlichen. Aber wir schauen jetzt mal, wo ist die Freude? Und um dir da ein bisschen zu helfen, ein bisschen zu schummeln, würde ich dir mal empfehlen, dass du dir die Farbe Orange vorstellst. Und wenn du das nicht kannst als Farbe, dann stell dir eine Orange vor. Einfacher geht's nicht. Stell dir eine Orange vor. Wenn du Orangen nicht magst, dann stell dir einfach ein oranges Licht bei einer Verkehrsampel vor. Hauptsache, du findest einen orangen Gegenstand, den du dir leichter herholen kannst. Ich bleibe jetzt mal bei der Orange. Und jetzt schau dir mal so eine runde, große Orange an. Acht mal auf die Form von dieser Orange. Stell dir mal vor, du befühlst dieses Orange. Und du befühlst diese Form, diese runde Form. Und fühl jetzt mal so eine Orange in deiner Hand. Dieses Gefühl der Rundung, diese Größe, das Gewicht. Und dann fühl auch mal die Farbe dieser Orange. Das Orange. Und jetzt stell dir mal vor, dass die Essenz des Orange die Freude ist. Du hältst jetzt im Prinzip einen Ball aus Freude in deinen Händen. Und dieser Ball ist genauso rund und genauso schwer und genauso orange wie die Orange. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum zu sagen, ich habe die Freude nicht, denn du hast sie jetzt in deiner Hand. Du hast jetzt diese Orange in deiner Hand.
Und jetzt geht es darum, wie lasse ich denn diese Freude, die ich jetzt in der Hand habe, wie kannst du die zulassen? Denn vielleicht spürst du sie nicht so. Also wie kannst du diese Freude jetzt zulassen? Und das ist jetzt die Aufgabe. Und dieser Aufgabe werden wir uns jetzt widmen. Jetzt geht es darum, Freude zuzulassen. Die Freude muss zugelassen werden. Also wo ist die Sperre, damit du die Freude mehr zulassen kannst? Wo ist die Blockade, die verhindert, dass die Freude aufgenommen wird? Und da holen wir uns jetzt einfach mal energetisch eine Hilfe. Denn wenn du schon die Freude in der Hand hast, diesen Ball der Freude, diesen orangen Ball, diesen wundervollen, strahlenden Ball, dann bitten wir jetzt einfach mal darum, dass sich alle Manipulationsenergien lösen, alle Fehlgedanken, die dich daran hindern, dass du diese Freude zu 100% aufnehmen kannst. Also alles, was verhindert, dass du diese Freude, diesen Ball zu 100% aufnehmen kannst, soll jetzt gelöst und transformiert werden. Und das kannst du dir vorstellen, als würde dir jemand die Haare waschen. Als wärst du beim Friseur und dir werden die Haare massiert, der Kopfmassage und Shampoo wird eingefügt und alles aus deinen Haaren wird rausgewaschen. Du musst nichts tun, du sitzt ja schon beim Friseur bei der Haarwäsche. Und das wird jetzt abgespült und mit dem Abspülen spürst du vielleicht eine Wärme zwischen deinen Händen. Das heißt, die Freude wird jetzt aktiver und du spürst jetzt eine Wärme in deinen Handflächen, dort, wo du diesen Ball hältst. Und du stellst dir jetzt mal vor, dass du diese Wärme, diese Energie, diese freudliche, freudvolle Energie tief einatmest mal. Und wieder ausatmest und tief einatmest. Und mit dem Einatmen spürst du, dass diese Energie mehr und mehr durch deine Handflächen in dich einfließt. Also dieser orange Ball fließt durch deine Handflächen, die Handgelenke, Ellenbogen, Schultern in deinen Körper ein. Und das Erste, worauf jetzt die Freude trifft, ist dein Herz. Und vielleicht ist dein Herz traurig von alten Erfahrungen, vielleicht sind da schmerzhafte Erinnerungen gespeichert in deinem Herzen. Und jetzt kommt Leichtigkeit und Freude in dein Herz. Und du spürst, dass diese Leichtigkeit und Freude eigentlich nur ein Ziel hat, nämlich die Energie des Ich bin einmal gescheitert an einem Vorhaben, das ich mir gesetzt habe, diese innere Enttäuschtheit zu lösen. Vielleicht bist du mal an einer Beziehung gescheitert. Vielleicht hast du einmal das Gefühl gehabt, jemanden enttäuscht zu haben. Vielleicht hast du mal das Gefühl gehabt, jemanden nicht genug geliebt zu haben. Egal was es ist, es weht jetzt ein Wind der Leichtigkeit und der Freude durch deinen Herzraum und die alten, beschwerenden, niederdrückenden Frequenzen werden einfach weggetragen. Die werden ausgeschieden aus deinem System. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass sich dein Herzraum entspannt. Und diese Freude fließt jetzt noch weiter runter in deinen Solarplexusbereich. Und da hast du vielleicht
einige nicht so freudvolle Beziehungen gespeichert, Bekanntschaften, Leute, die dich vielleicht nerven oder wo du das Gefühl hast, die kosten dich Kraft. Und da werden jetzt alle sozialen Kontakte, die der Freude widersprechen, einfach von dieser Leichtigkeit aus deinem System getragen. Das heißt, du verausgabst dich nicht mehr zu anderen Menschen hin, sondern in dir ist Freude und Leichtigkeit, ist Überfluss. Und du spürst vielleicht zum ersten Mal, dass diese Freude deine ureigenste Freude ist. Dass du diese Freude auch nicht teilen musst mit jemandem, weil deine Freude sowieso überfließt. Und der Überfluss fließt nach außen. Das heißt, du musst Freude nicht teilen. Der Überfluss der Freude geht zu den anderen, in dein Umfeld ganz automatisch. Und alleine dieser Gedanke erhellt dich, macht dich leichter, macht dich klarer, zentriert dich mehr. Und du spürst, dass es ganz schön ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein, Teil einer Gesellschaft zu sein. Aber du hast diese Gemeinschaft und diese Gesellschaft nicht mehr in deinem Inneren, sondern du spürst sie nur im Außen. Und du spürst jetzt, wie erleichternd das ist, wie schön das ist. Und du spürst auch, dass du dir jetzt erlauben kannst, deine Einzigartigkeit auszudrücken und zu leben. Und diese Freude fließt jetzt weiter zu deinem Nabelchakra. Und stell dir vor, dein Nabelchakra selbst ist strahlendes Orange. Vielleicht ist es trüber, ist es schmutziger, ist es ein bisschen verklebter, angestaubter, nicht so hell orange. Aber in diesem Augenblick, wo die Freude reinfällt, erinnert sich dein Nabelchakra an sein Wesen. Und du spürst, dass sämtliche Schocks, Beeindruckungen, alles, was dich klein gemacht hat, alles, was dich betrübt hat, dass all das einfach von dir abfließen kann. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und in diesem Augenblick zentriert sich deine Lebensfreude um dich herum. In diesem Augenblick stabilisierst du dich. Und du spürst, dass du weiter wirst und offener bist. Und du spürst unzählige Verbindungen. Und diese Verbindungen gehen aber nach oben hin zur göttlichen Inspiration oder ganz tief in die Erde rein zur irdischen Inspiration. Und du spürst, dass es jetzt an der Zeit ist, dein Wesen zu erden und zu 100% zu entfalten. Und um dich hier zu entfalten, in der Materie zu entfalten, benötigt es einen Schlüssel.
nämlich den Schlüssel der Freude. Und du spürst diesen Schlüssel in dir und du bedankst dich für den Schlüssel. Und mit dieser Energie, diesem energetischen Schlüssel, sperrst du jetzt das Wurzelchakra auf. Sperrst du jetzt die Möglichkeit auf, deine Freude zu manifestieren und auf allen Ebenen zu leben und auszudrücken. Dein Körper darf sich jetzt leicht und freudvoll anfühlen. Deine Beziehungen in der Familie, deine Partnerschaft darf sich jetzt leicht und voller Freude anfühlen. Deine Beziehung zu Arbeitskollegen, zu deinen Verpflichtungen wie Buchhaltung, dem Finanzamt, der Obrigkeit, darf sich jetzt leicht und entspannt anfühlen. Deine Beziehung zur geistigen Welt, zum Göttlichen, darf sich jetzt leicht und entspannt anfühlen. Egal, was du umsetzen möchtest, dein Ausdruck, dein Handeln fühlt sich leicht und freudvoll an. Und auch deine Intuition, deine Inspiration, deine Gedanken fühlen sich leicht und freudvoll an. Du spürst, dass du dich in dir ausdehnst, bis du zu 100% dein Leben erfüllst und damit ein erfüllendes Leben lebst. Und alles, was nicht zu dieser Erfüllung gehört, verlässt jetzt dein System. Nicht, weil es schlecht ist oder negativ, sondern einfach, weil es nicht mehr zu dir gehört. Es geht alles, jegliche Energie, an ihren Ursprung zurück. Und du spürst jetzt, wie die Leichtigkeit, die Freude und die Liebe in dir sind, wie sie ein starker Teil deines Wesens sind. Und du sprichst nun, ich bitte darum, dass ich die Liebe und die Freude auf allen Ebenen meines Seins manifestieren. Atme tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre, wie du voller Energie bist. Und spüre, dass dich diese Energie gut zu der Bewältigung von allen Projekten führt. Dass es dir leicht fällt, in dieser freudvollen Energie weiterzumachen. Spüre die Freude in dir. Spüre, wie schön es ist, dass du hier bist. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt ganz in deinem Tempo immer mehr und mehr ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren.
Spüre nochmal nach, spüre die Freude. Und bedank dich. Erinnere dich daran, dass du die Freude in dir selber aktiviert hast. Du hast dich jetzt dazu motiviert. Da hat dir niemand geholfen, das hast du selber gemacht. Du kannst dir natürlich, wenn du möchtest, auf die Schulter klopfen und sagen, ja, gut gemacht. Tipptopp, das merke ich mir fürs nächste Mal. Und mit dieser Energie kannst du alles umsetzen, was dir wichtig ist. Und ich wünsche dir jetzt, dass du diese Freude immer spürst in allem, was du tust. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Spür die Freude in dir. Bedank dich nochmal. Und erinnere dich dran, dass du jederzeit in jeder Situation diese Freude wieder aktivieren kannst. Wenn du dich wieder gut spüren kannst, streck dich nochmal durch, öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Ja, gratuliere, du siehst, wie einfach das ist, dass du dich mal in eine andere Schwingung bringst, in eine andere Stimmung bringst. Das funktioniert natürlich mit allen möglichen Frequenzen. Aber ist mit der Freude ist es natürlich gut. Aber theoretisch kann man diese Meditation abändern auf ganz unterschiedliche Frequenzen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude, viel Leichtigkeit beim Umsetzen deiner Projekte oder beim Finden deiner Inspiration, wo auch immer du stehst. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Teil die Meditation, falls du jemanden kennst, der immer mit langem Gesicht herumläuft. Und ich wünsche dir jetzt alles Gute, ein kreatives Umsetzen, voller Leichtigkeit und Freude von allem, was du dir vorstellst. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss und alles Gute.